Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Es ist wieder Mittwoch und es ist wieder Zeit für einen Bomber, und zwar für die Heinkel HE177 Greif. Die Greif, seit Patch 1.77 in War Thunder, ist ein deutscher Bomber auf einem Battle Rating von 5.7 und zeichnet sich vor allem durch eine große Geschwindigkeit, hier im Vergleich zu anderen schweren Bombern der Alliierten, und einer durchaus brauchbaren Zuladung, die die Zerstörung von mehreren Basen zulässt, aus. Nicht zu vergessen ist auch die Möglichkeit, die Fritz-X-Bombe mitführen zu können. Etwas sehr Besonderes, dass die Heinkel 177 fast exklusiv kann in War Thunder. Nur eine der Heinkel 111 kann das auch noch. Die Abwehrbewaffnung ist nicht zu verachten, wenngleich die Anordnung Wünsche offen lässt. Gerade Frontal und auch einige andere Winkel sind unzureichend oder, so wie bei der Front, gar nicht abgedeckt. Und erfahrene Jagdpiloten, und diese wirst du auf 5.7 durchaus finden, nutzen diese Schwäche, um dein Flugzeug zu zerstören. Dem Ganzen kann aber entgegengewirkt werden mit der Flucht nach oben, denn du startest auf der Höhe der schweren Bomber, und mit einer für diese Kategorie von Bomber guten Steigleistung sollte es durchaus möglich sein, die Basen zu erreichen, bevor dich die Gegner erreichen. Oder, und auch das macht die Heinkel 177 besonders, mit der Flucht nach unten. Die Heinkel 177 hält ca. 700 km/h aus, und das ist durchaus eine Besonderheit für einen schweren Bomber. Aufpassen solltest du allerdings bei der Landung. Die Greif hält sehr gut die Geschwindigkeit und hat zudem auch keine Bremsklappen. Von daher stelle dich auf lange Landeanflüge ein und berücksichtige einen gefühlten ewig langen Weg, um Geschwindigkeit zu verlieren. Bei etlichen meiner Videos wurde ich nach der HE 177 gefragt, und dem komme ich nun auch nach. Ich glaube, einige von euch schätzen die Heinkel 177 sehr, und ja, das ist mittlerweile auch bei mir der Fall. Ich habe wie bei einem der letzten Bomber-Videos hier die Geschichte und das Gameplay kombiniert und möchte dich nicht länger aufhalten, sondern dir vielmehr gute Unterhaltung wünschen. 1936 begann in Deutschland die Entwicklung an einem rein strategischen Bomber, der für Langstreckeneinsätze verwendet werden sollte und Ziele bis in den Ural, einem wichtigen Sitz der damaligen sowjetischen Industrie, angreifen sollte. Das Projekt hatte auch den Namen Ural-Bomber und konnte mit den Ergebnissen der Junkers JU-89 und der Dornier DO-19 wenig Brauchbares vorweisen. Die Heinkel HE-177 sollte dies aber ändern. Das Design sah zwei Motoren vor und sollte zudem auch noch das Prinzip des Sturzkampfbombers unterstützen, um höhere Präzision bei den Angriffen sicherzustellen. Die Pläne und das Vorhaben waren groß, nur die Umsetzung für ein Flugzeug mit einer Spannweite von über 30 Meter war unrealistisch. Zusätzlich wurde errechnet, dass eine Motorleistung von je 2000 PS bzw. 1500 kW notwendig war, um die Ziele hinsichtlich der Steigleistung und der Geschwindigkeit zu erfüllen und auch um die hohe Zuladung mitführen zu können. Die Leistung konnte mit einzelnen Motoren nicht bereitgestellt werden, und so wurden Motoren von Daimler-Benz kombiniert. Dies führte dazu, dass der vermeintliche zweimotorige Bomber in Wirklichkeit vier Triebwerke hatte, die in Folge aber auch zu Problemen führten. Probleme mit dem Kühlsystem, zudem der Verbau der Triebwerke auf relativ engem Raum, führten mehrmals dazu, dass die frühen Modelle des Flugzeugs Feuer fingen und das Flugzeug auch infolge den unrühmlichen Spitznamen Reichsfeuerzeug erhielt oder auch Reichsfackel, zum Teil auch brennender Sarg. Obwohl viel Aufwand in das Flugzeug floss, so entwickelte es sich erst sehr spät in eine brauchbare Waffe. Verwendet wurde es vorrangig an der Ostfront, denn hier konnte die Reichweite auch genutzt werden und schwere Schäden erzielt werden. Zum einen der berühmtesten Einsätze zählt jener vom 20. Juli 1944, durchgeführt vom Kampfgeschwader 1 auf die Zugstation Velikie Luki, rund 450 km westlich von Moskau. An diesem Tag flogen über 70 Heinkel 177 einen Angriff auf die Anlage, und dies tagsüber, in einer Höhe, die für die überraschten russischen Kräfte nicht erreichbar war. Der Schaden war massiv, und auf deutscher Seite musste kein einziger Verlust gemeldet werden. Auch in den Folgetagen bis zum 28. Juli wurden weitere Angriffe geflogen, durchgängig erfolgreich, die am Ende auch zum Tod durch Bomben des Kommandanten des 80. Russischen Armeekorps führten. Die Schlagkraft der deutschen Luftwaffe nahm zwar immer weiter ab, aber auch bei der Operation Steinbock im Zeitraum Januar bis Mai 1944,
dass Bombenangriffe auf britische Städte vorsah, kam die Heinkel 177 zum Einsatz. Und dies neben anderen Modellen wie der Junkers 88, der DO 217E, der ME 410, der JU 188 und auch der Heinkel 111. Sowie auch als Begleitschutz bzw. als Jagdbomber die Focke Wulf 190G. Diese Operation war schlussendlich aber ein Desaster für die deutsche Luftwaffe, die 329 Verluste an Maschinen hinnehmen musste, während die Briten nur knapp 30 Verluste melden mussten. Bei dieser Operation nahmen rund 30 Heinkel 177 teil, eingesetzt vom Kampfgeschwader 40 und Kampfgeschwader 100, jedoch nur bedingt erfolgreich. Insbesondere die Heinkel 177 zeigte Schwächen und musste eine Ausfallquote von rund 50% hinnehmen. Hier aber im hohen Ausmaß wegen technischer Probleme. Die Heinkel 177 verbuchte zwar eine sehr hohe Trefferquote und auch eine sehr geringe Verlustquote von nur 10%, im Schnitt lag diese bei dieser Operation bei rund 60%, durch die hohe Ausfallquote aber reichten die wenigen Heinkel 177 nicht viel, da nur eine geringe Stückzahl eingesetzt werden konnte. Erwähnenswert war aber die Art der Angriffsgestaltung. Die Angriffe wurden auf großer Höhe eingeleitet, indem der Pilot in einem flachen Tauchgang das Ziel anflog, bis er eine Flughöhe von ca. 4500 Meter erreicht hatte. Auf dieser Höhe wurden die Bomben, zumeist zwei 1800 Kilo Bomben sowie zwei 1000 Kilogramm Bomben, abgeworfen. Nach dem Abwurf wurde die bis dahin noch wirksame Drosselung der Triebwerke geöffnet, jedoch wurde der Sinkflug mit rund 200 Meter pro Minute fortgeführt. Bei Rückkehr in den deutschen Luftraum hatten die Bomber dann noch eine Flughöhe von ca. 750 Meter, waren zwischenzeitlich aber durchaus auf Geschwindigkeiten von 600 bis 700 km/h gekommen. Durch diese Geschwindigkeit und den Höhenwechsel bei einer Abfangen der Heinkel 177 durch die gegnerischen Jäger sehr schwierig, was wiederum zu einer Steigerung der Überlebensfähigkeit führte. In England ist diese Operation heute noch in Anlehnung auf der Blitz, damit waren die Bomberangriffe in der Luftschlacht in England gemeint, als Babyblitz bekannt. Das Baby bezog sich nicht nur auf den kleineren Umfang, sondern auch auf die hohen Verluste der deutschen Luftwaffe. Die Verlustquote war exorbitant hoch und die jungen Besatzungen hatten kaum Möglichkeiten, Erfahrungen zu sammeln, bevor sie ausfielen. Die Heinkel 177, von der über 1100 Stück gebaut wurden, war der einzige viermotorige schwere Langstreckenbomber der deutschen Luftwaffe, da auch die umgebaute Focke Wulf 200 diese Anforderungen nicht erfüllen konnte. Neben den technischen Problemen kam sie aber auch zum Handkuss, als der Kraftstoff sowie der Personalmangel immer akuter wurden und auch Ersatzteile mangelbar wurden. Davon ließ sich aber die Experimentierfreude der Ingenieure nicht beeinflussen. So wurden auch bei der Heinkel 177 Waffensysteme probiert, welche nie wirklich im Kampf eingesetzt wurden bzw. eingesetzt werden konnten. Neben Versuchen, 30mm Kanonen für Frontalangriffe einzubauen, so wurden auch Kaliber wie die BK-5, eine 50mm Kanone, bis hin zu 75mm eingebaut, wobei diese Varianten offiziell nie zum Einsatz gelangten. Interessant war auch die Versuchsreihe Großzerstörer, auch bekannt als Schlachtschiff-Großzerstörer. Hier wurden bis zu 36 Abschussrohre im Rumpf der Heinkel 177 eingebaut, die ähnlich der Werfergranate eingesetzt werden sollte, und dies mit 210mm Raketen. Eine Sondervariante, die V-38 der Heinkel 177, verfügte zudem auch noch über ein Radar und einen vergrößerten Bombenschacht. Dieser Bombenschacht sorgt auch weitläufig für das Gerücht, dass diese Variante der Prototyp des deutschen Atombombers sein sollte. Dies konnte aber nie bestätigt bzw. bewiesen werden. Gegen Ende des Krieges wurden viele der Heinkel 177 demontiert und ihre Komponenten für andere Flugzeuge eingesetzt. Dies führt auch dazu, dass es heute zumindest offiziell kein erhaltenes Exemplar der Heinkel 177 mehr gibt. So, nun ein fliegender Wechsel zum Gameplay, die Heinkel 177. Bei der Background-Story, dem historischen Hintergrund, der war für mich durchaus auch spannend die Recherche, denn zugegebenermaßen zuvor, ich wusste zwar, dass Flugzeug gab es, ich wusste auch ungefähr, wofür und wo es eingesetzt wurde, aber ich stoß doch auf ein paar interessante Details und insbesondere die Geschichte rund um den Atombomber. Da gibt es durchaus widersprüchliche Meinungen bis hin zu Aussagen wie, davon behaupten nur wenige, dass es wirklich so war, bis hin zu
Ja, das war missverstandener britischer Humor. Ja, Gameplay selbst. Man sieht hier, ich habe keine Bomben mehr dabei. Und die Schlacht, sie ist aber nicht vorbei. Und ja, was können wir noch machen? Wir können ja mit einer Bombe auf die Bomberjagd gehen. Was ich dir leider hier nicht zeigen kann, ist der Einsatz der Fritz X-Bombe, der kaum zu glauben aber war. In über 20 Schlachten kam ich auf keine einzige Karte, wo ich sie auch zeigen wollte, wie sie gegen Schiffe eingesetzt werden kann. So, die ist 17. Ein erster, stell dich ein, haben wir schon. Aber leider, es war weder Norwegen noch eine andere Karte mit Schiffen dabei. Ich würde aber dennoch dir empfehlen, versuch diese Fritz X Bombe mal aus. Zuvor aber auch die klare Empfehlung, schau nochmal in den Steuerungen nach, wie sie auch gelenkt werden kann. Und ja, es ist durchaus etwas, das man mal erlebt haben soll. Dafür brauchst du aber nicht zwingend die Henkel 177, das geht auch mit einer der Henkel 111. Und es ist durchaus, sage ich jetzt mal, etwas, ja, was andere Flugzeuge nicht haben. Tja, wir sind hier, sage ich jetzt einmal, im Rahmen des Möglichen in einem Dogfight. So, ich kündige es jetzt an, ich greife jetzt mal die B17 an. Und ja, auch das Team beginnt jetzt schon zu reagieren. Ja, you are crazy, Sebossa. Ich sag mal, ja, vermutlich gar nicht mal so weit entfernt von der Wahrheit. Aber es hilft nichts. Wir haben keine Bomben mehr. Was soll ich jetzt noch anfangen? Es zahlt sich nicht mehr aus, noch mal zu landen, nachzuladen. Es gibt nur mehr einen Gegner, das ist diese B17. Ich bin einigermaßen auch beschädigt am Flugzeug, aber es geht noch und ich habe noch meine MGs dabei. Ja, was man jetzt auch sieht von der Geschwindigkeit her, wir holen durchaus, sage ich jetzt einmal, gut auf zur B17. Sie kann da in keinster Weise etwas dagegen halten. Und ja, mal schauen, ob meine durchaus eingerosteten, sage ich jetzt einmal, Zielskills hier doch noch zu einem Erfolg führt. So, wir eröffnen das Feuer auf die B17. Und ja, der Pilot wird wahrscheinlich jetzt auch schon in der kritische Treffer. werden jetzt wahrscheinlich auch schon in der, Schützenansicht sein. So, und wir versuchen hier jetzt einmal, ich nenne es jetzt einmal, für die Älteren unter euch, ja, Moorhuhnjagd auf über 6000 Meter zu betreiben. Ja, jetzt sieht man auch schon, es wird langsam heiß. Ich werde den Namen des Reichsfeuerzeugs, der brennenden Fackel oder wie auch immer, die unrühmliche Bezeichnung weiter eben auch nachzukommen. Ja, Stil echt, ich halte hier noch drauf, die 109er, die hält hier auch drauf. Aber man sieht schon, links unten, das wird kein gutes Ende nehmen. Bisschen Munition haben wir noch, ja, Hecksteuerung beschädigt, ja, Motoren, rechter Flügel, oh je, linker Flügel. Tja, der Kill geht an die B17, aber auch der Erfolg Auge im Auge, ich habe die B17 dennoch erwischt. Ja, aber von nun an geht's bergab. Ja, bergab, raus aus dem Spiel, auch raus aus dem Video. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken, danke für deinen Besuch. Wenn es dir gefallen hat, lass mir ein Like da, wenn nicht, auch ein Dislike. Gerne auch einen Kommentar und wenn du nicht abonniert hast, auch gerne ein Abo. Das kostet nichts und du wirst automatisch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Zwenkel 177, nochmal kurz, ein Flugzeug, das durchaus auch Spaß machen kann. Wenn man es wirklich ernsthaft betreiben möchte, empfehle ich durchaus, ein bisschen seitlich aufzusteigen oder für die Abenteuerlustigen einfach einmal die Möglichkeiten der Geschwindigkeit auszunutzen und den vermeintlichen Sturzkampfbomber seiner Idee in der Konzeptphase hier auch näher zu bringen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Nochmal danke für deinen Besuch. Schön, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.
Mm-hmm.